Herzlich willkommen im mobilen Filmstudio des Franchise-Portal. Wir sind auf dem Franchise-Forum 2015 in Berlin und bei mir ist der Rechtsanwalt Herr Niklas. Hallo Herr Niklas. Hallo Frau Ecking. Herr Niklas, es gibt ein ganz aktuelles Ereignis, das in den letzten Wochen stattgefunden hat. Und zwar hat sich der stellvertretende Vorsitzende der NGG sehr franchise-kritisch geäußert und gesagt, also eigentlich sobald Franchising ins Spiel kommt, leiden die Mitarbeiter und die Angestellten. Was können Sie dazu sagen? Ja, er hat ja quasi das gesamte Geschäftsmodell Franchising als schädlich für die Arbeitnehmer dargestellt und das nicht nur in seinem Bereich der Gastronomie, sondern völlig allgemein. Also da muss ich etwas Acht geben, dass ich da nicht auch emotional werde, weil ich das einfach für Unsinn halte, weil ich auch keine nachvollziehbare Begründung in seiner Erklärung gesehen habe. Er scheint ja irgendwie davon auszugehen, nur weil es einen Franchise-Geber gäbe und einen Franchise-Nehmer gäbe und dann erst die Arbeitnehmer, dass dann irgendwie alles schieflaufen müsste. Aber diese Logik erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Wo sehen Sie denn da eher die Probleme, warum es vielleicht gerade bei in der Systemgastronomie zu Ungleichgewichten kommen kann? Ja, also ich weiß nicht, ob es in der Systemgastronomie gerade zu Ungleichgewichten kommt, sondern wenn vielleicht in der Gastronomie allgemein. Ich möchte nicht hinter die Kulissen eines normalen Dorfrestaurants schauen, was da alles, sei es bezüglich der Arbeitnehmer schiefläuft oder auch bezüglich irgendwelcher Hygienestandards. Das sind ja immer so die kritischen Dinge, die gerade bei der Systemgastronomie so in der Öffentlichkeit hochgeschaukelt werden. Also ich glaube eher, meine These ist, dass gerade in Franchise-Systemen vieles besser laufen kann zumindest, denn schließlich ist einmal der Franchise-Nehmer verantwortlich für die Einhaltung von Arbeitsbedingungen. Und der Franchise-Geber ist außerdem zusätzlich verantwortlich dafür, auf seine Franchise-Nehmer einzuwirken, dass sie die Arbeitsbedingungen einhalten. Ich sehe da eigentlich eher eine doppelte Kontrolle. Klar, wenn zwei Personen aufeinandertreffen, die beide schwarze Schafe sind und die beide keinen Wert auf gesetzmäßige Arbeitsbedingungen legen, dann läuft natürlich was schief. Aber wenn dieses schwarze Schaf alleine ohne Franchise-Geber tätig wäre, würde er erst recht die Arbeitsbedingungen missachten. Wie viel Einfluss hat denn der Franchise-Geber eigentlich auf seine Franchise-Nehmer in Bezug auf Arbeitsrecht? Hat er da überhaupt Handhabe? Direkte Handhabe hat er nicht, weil der Franchise-Nehmer natürlich ein eigenständiger Unternehmer ist, aber er kann schon darauf hinwirken, dass der Franchise-Nehmer im Rahmen des Franchise-Vertrages sich verhält und insbesondere auch im Rahmen von Gesetz und Ordnung sich verhält. Und er kann also schon auch seinen Franchise-Nehmer abmahnen, wenn er sieht, dass der irgendwelche Gesetze nicht beachtet. Okay, also unterm Strich kann man sagen, die Aussage ist doch nicht sehr reflektiert von Herrn Siebert. Genau. Alles klar, ich danke Ihnen für den Kommentar dazu. Danke auch.